So, also nochmal das Ganze. Portal hier rein. Den da abgelegt. Na. Noch ein bisschen weiter. Ich glaube, ich weiß wie. Ich muss den Klotz hier drauflegen, damit diese Röhre da hinten zustande kommt. Boah, habt ihr das gesehen? So, jetzt lege ich nämlich hier dieses Mannequin drauf, benutze diese Röhre, um mich da hinten aufzufangen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Nämlich genau... Ne? Genau da. Okay, es müsste eigentlich schon funktionieren. Ja, da ist der Ausgang. Riesenüberraschung einfach nur lieben. Ja, man könnte sogar sagen, ihr werdet sie lieben bis in den Tod. Ihr werdet sie lieben, bis sie euch tötet. Nur diese Versprechungen. Ich weiß nicht, ob ihr darauf achtet, was ich euch hier so erzähle, aber... Ja, danke. Verstanden. Die haben sich auch furchtbar gern, die beiden. Kann ich nachvollziehen. Ich mag die beiden auch ganz besonders gerne. Zwei Spinner. Er versucht also nicht mal mehr subtil zu sein. Oder er versucht es, was irgendwie traurig wäre. Wow. Meine Güte. Bis zur Riesenüberraschung. Oh, das ist anstrengend. Was gibt's hier? Dieses Springzeug. Gut, dann transportiere ich das Springzeug mal nach da hinten. Und zwar, wenn ich im richtigen Moment das Orangene wegnehme, ist da hinten alles voll mit ja. Mal gucken, ob das schon reicht. Wie komme ich denn jetzt zurück? Ist eine gute Frage, ne? Scheiße. Ach so, klar, indem ich da einfach reinspringe. Zum Beispiel so. Okay, ich glaube, ich habe es geschnallt. Muss mich hier rüberziehen lassen. Dann packe ich das Blaue hier hin, das Orangene hier hin. Dann nehme ich die Farbe einfach mit. Pass mal auf hier, ich bin nämlich richtig intelligent. Jetzt steige ich schnell hier auf die Plattform. Lasse den ganzen Scheiß zurückwandern, bis er da oben drin ist. Dann versetze ich nämlich hier die das Portal hier drüben hin, dann zerstöre ich die beiden Roboter damit. Pass mal auf hier. Nämlich genau so. Wenn ich nämlich jetzt das blaue Portal wegnehme gleich einfach. Coole Scheiße. So, jetzt muss ich, glaube ich, das Blaue hier hinsetzen, das Orange dahin. Zuerst Blaue hier hin.
So wird das nix. So auch nicht. Wie mache ich das? Das ist sowieso falsch, glaube ich. Oder? Ich blicke hier gerade nicht durch. Also, das ist eine schräge Fläche. Ich weiß aber nicht genau, was die macht. Ach so, klar. Dämmlack. Ich benutze das hier quasi, um mich hier hoch zu transportieren. Dann setze ich hier das blaue Portal hin. Dann habe ich hier durch die Schwerkraft den Sprung und dann den Megasprung. Wie schön für dich. Ja. Wunderbar. Wahrscheinlich Kuchen. Schön leckeren, saftigen Kuchen. So wie du ihn mir immer versprochen hast. Ich wette, ihr platzt schon fast vor Neugier wegen der Überraschung. Nur noch zwei Kammern. Uns läuft die Zeit davon. Wir können vielleicht in der nächsten Kammer ausbrechen. Spiel einfach mit. Überraschung! Wir machen sofort. Oh. Arschloch. Du hast es sicher schon gemerkt, aber ich brauch dich nicht mehr. Ich habe zwei kleine Roboter gefunden, eigens fürs Testen gebaut. Oh nein, er hat die Kooperationsinitiative entdeckt. Meine Erfindung zum Ausrüstern menschlicher Testsubjekte, bevor du geflohen bist. War nichts besser. Ja, super. Oh. Bring ich dich um. Mir kam da ein Geistesblitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind tot. Nein, mach das nicht. Stell dich hier hin. Maschine an. Wo stellst du? Haha. Ich würde sagen, damit hat er nicht gerechnet. Komm zurück. Na schön, ich habe beschlossen, dich nicht umzubringen, ja? Wenn du zurückkommst. Ja, ist klar. Jetzt kann ich mich, glaube ich, noch mal entscheiden. Wir Freunde waren so richtig gute Freunde. Und ich sagte, komm zurück. Und du sagtest, klar, Mann, kein Problem. Und dann kamst du zurück. Wo sind diese Zeiten nur hin? Mir ist aufgefallen, dass du nicht zurückkommst. Ich bin enttäuscht. Oh, ich habe eine Idee. Ja, du kleine Idee. Wow. Schön, mögen die Spiele beginnen. Okay, das war knapp. Aber ich bin zum Glück cleverer, als ich aussehe. Was an nicht schaden kann in solchen Spielen. Halt durch, bin schon fast da. Oh, scheiße. Beachte mich gar nicht, einfach weiterfliegen. Super, da sind nur kaputte Dinger hier rein. Sie bringen dich in aller Stille um, vermutlich, würde ich mir so denken. Ha! Flog da nicht gerade dein von Kugeln durchsichtiger Körper aus dem Raum? Das war. Oh nein, das waren ja die fehlerhaften Türme. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand: Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen.
Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling, unschlagbar, glaube ich. Ja, wunderschön. Wo muss ich lang? Ich muss hier durch. Ah, verstehe. Genau. Raffiniert, sehr raffiniert. Aber auch dumm. Die Klingelwand. Listig. Fein, endlich eine Gegnerin, die meinem enormen Intellekt würdig ist. Holmes gegen Moriarty. So, ich muss das Blaue umsetzen. Scheiße. Scheiße, scheiße. Oh, das wird knapp. Boah, Schwein gehabt. Wo steckst du? Komm zurück! Und schon wieder entkommen. What the fuck? Ist da was kaputt gegangen? Minimal, oh, ja. Oh, hat es dich umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Hallo? Oh, ja, alles klar. Ich habe da gerade eine tolle Idee. Ich bin gleich wieder da. Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin. Wie soll ich denn jetzt hier sterben? Ich weiß noch nicht mal, was ich machen soll. Ich muss irgendwie hier durchkommen. Allerdings kann ich... Ah, ich kann hier... wow. Ja. Das bringt mir nicht besonders viel, aber ich kann da oben... Geht nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Oh, oh. Hm. Ach klar. Ich vollpfosten. So. Cool. Ich würde mal sagen, die sind alle ziemlich tot. Cool, cool, cool. Weiter geht's. So, ich glaube, das Spiel ist gleich schon wieder vorbei. Krass, an einem Nachmittag alles durchgespielt. Hätte ich auch nicht gedacht. Portal 1 war ja schon kurz. Aber Portal 2 ist zum Glück noch ein Stückchen länger. Einstampfen wäre zu gut für ihn. Erst ein Jahr Verbrennungsanlage. Das zweite Jahr im Tieftemperaturbereich. Dann 10 Jahre in der von mir geschaffenen Kammer, in der man von allen Robotern angeschrien wird. Und dann töte ich ihn. Okay, ich muss diese Röhren hier zerstören mit dem... den Bomben, die da rauskommen. Ja, genau. Okay. Dann muss ich quasi einfach hier rüber gehen. Oh, nein. Ah, komm schon. Dann hier weiter raus. So, was ist das? Die Bomben von eben kann ich nicht nehmen, aber da kann ich was nehmen. Genau, cool. Super, da bist du ja. Lass mich nur mal eben diesen Steg loswerden.
das hätten wir. Ich muss dann mal kurz mit dir reden, wenn's recht ist. Ich will ehrlich sein, die Todesfallen waren bislang nicht das Gelbe vom Ei. Für uns beide, da gibst du mir sicher recht. Außerdem kommst du allmählich meinem Versteck gefährlich nahe. Versteck, jetzt habe ich's zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht banal, aber es ist ein angemessenes Versteck. Cool. Düster. Orange. Und, Orange. Ich will dir nur die Chance geben, dich schon jetzt zu entsorgen, bevor du in mein Versteck eindringst. Du könntest zum Beispiel in den Stampfer da springen. Keine Falle diesmal, eher eine Art Alternativtod. Klingt verrückt, ich weiß, aber lass dir eins, was heißt da wohl nein? Geschafft. Wow, what the fuck? Okay, ich muss jetzt dieses orangene Zeug wieder nehmen. Damit ich schnell da reinspringen kann. Orangenes Zeug. Da kommt es. Orange hier drauf. Dann laufe ich jetzt schnell. Komme da oben rein. Okay, oder auch nicht. Ich muss das ein bisschen weiter nach vorne setzen. So, jetzt aber. Ich komme... So, jetzt wird es, glaube ich, gefährlich. Oh ja, what the fuck.